Warum stirbt GommaHD.net? Minecraft war das beliebteste Spiel von 2012 bis 2016 und GommaHD.net der beliebteste deutsche Server, wo man Premium brauchte, um überhaupt auf den Server zu joinen. Wovon man jetzt leider gar nichts mehr sieht. Der Server hat zwar vergleichsweise zu anderen Servern noch gute Spielerzahlen, doch nichts im Vergleich zu damals. Auch der YouTube-Kanal erreicht stabile 2.000 bis 3.000 Aufrufe bei einer Abonnentenzahl von 66.000, was deutlich den Absturz des Servers widerspiegelt. Doch wie konnte das passieren? Minecraft bekommt in dem englischsprachigen Raum noch regelmäßig über 1 Million Aufrufe auf Videos von bekannten YouTubern. Das heißt, die Nachfrage nach Minecraft ist doch noch da. Aber wieso sieht man da nichts davon auf GommaHD.net? Die Antwort ist auf den ersten Blick klar. Es liegt an den YouTubern. Die deutsche YouTuber-Szene ist, was die Videos über Minecraft-Server angeht, an einem absoluten Tiefpunkt angekommen. Kaum noch mal jemand macht ein Video, wie er gechillt auf GommaHD.net eine Runde Survival-Games spielt. Zum Beispiel hier mal ein paar deutsche Minecraft-YouTuber. BastiGRG hat vollständig gewechselt zu Singleplayer, Stegi bringt teilweise nicht mal mehr Minecraft-Content, von Nebenig fehlt wieder jede Spur, Norman macht alles außer GommaHD.net-Content und sogar wichtiger, welcher groß durch GommaHD.net-Content wurde und den Server sehr stark nach vorne gebracht hatte, ist nun seit 6 Monaten inaktiv auf YouTube. Die größten YouTuber, die dir somit bleiben, sind Nair und Kenji. Das war's. Mit 2 großen YouTubern, selbst wenn diese ausschließlich Gomme-Content bringen würden, kann man einen Server einfach nicht auf Dauer halten. Für diesen Punkt kann GommaHD.net natürlich nicht direkt was. Aber vielleicht wird der Server trotzdem deswegen sterben. Dennoch habe ich eine Idee, wie man auch hierbei den Server nochmal retten könnte, welche ich später im Video mitteilen werde. Denn jetzt kommen wir erstmal zu dem Punkt, die 1.8 stirbt. Dass die 1.8 stirbt, sieht man ganz klar an dem Spielerverhältnis der 1.8 Skywars und 1.16 Skywars Modi, wobei 1.16 Skywars deutlich besser abschneidet, obwohl es pro Runde mehr Spieler benötigt. Warum sonst, denkt ihr, geht ein Server wie Legend von Trimax und G-Time komplett auf die neuesten Versionen und bleibt nicht bei der 1.8? Weil die 1.8 auf Langzeit gesehen eine sterbende Version ist. Bleibt GommaHD.net auf der 1.8 Version sitzen, könnte der Server schneller aussterben, wie vielleicht angenommen. Hierbei ist natürlich zu beachten, dass man die 1.8 Spieler, welche den halben Server ausmachen, nicht verliert und einen langsamen Übergang in neuere Versionen anbietet. Sonst stirbt GommaHD.net fast direkt. Kann GommaHD.net sich noch retten? Ich habe 4000 Stunden Minecraft Multiplayer Erfahrung und 3000 davon sind auf Gomma erspielt worden. Nur damit ihr wisst, dass ich nicht noch ein schlechter Spieler bin, der einfach sauer ist, weil er auf Gomma auseinandergenommen wurde und nun ein YouTube-Video über den Server macht. Aber nun zu den Fehlern, die Gomma macht. Angefangen mit einem allgemeinen Level-System, was so das Wichtigste in jedem Spiel überhaupt ist, um den Spieler zum Grinden zu motivieren. Beispiele hierfür sind Clash of Clans, Clash Royale, der kommende Server von Trimax und G-Time wird ein Levelsystem haben und sogar der Modus Course auf GommaHD.net selbst hat ein Levelsystem. Ein Levelsystem, wo man täglich, wöchentliche und monatliche Quests erledigen kann, wären dann die Basics. Damit der Spieler trotzdem zum Grinden motiviert wird, gibt jede Runde zusätzlich XP. Und zum Beispiel extra XP gibt es für jeden Tag, den man in den Top 3 in einem bestimmten Modus bleiben konnte. Das Level wird dann überall vor dem Namen angezeigt, auch zum Beispiel in der Community, damit jeder mit seinem Level angeben kann. Aber bevor ihr die Idee als nicht so wichtig findet, würde ich an dieser Stelle einfach mal den Modus Moneymaker erwähnen. Der einzige Modus, wo viel Spielen am meisten belohnt wurde. Und der Modus war ein Erfolg. Jetzt stellt euch mal vor, jeder Modus würde indirekt durch das Levelsystem zusätzlich Belohnungen bekommen. Keiner würde sich über sowas beschweren. Dann sollte man auch so langsam anfangen, jeden beliebten Modi auch als 1.16 Plus Version bereitzustellen. Zunächst sollte man da mit Kid 1 vs 1 anfangen, dann übergehen zu Bad Wars und MLG Rush, wobei MLG Rush dann sogar ein exklusiver Modus wäre, welcher nur auf Gomme zugänglich wäre. Und 1.16 Bad Wars gibt es im deutsch- und englischsprachigen Raum kaum, das heißt, das wäre auch ein sehr großes Plus. Dann könnte man sich noch überlegen, Modi wie Jump League zu ändern, denn da bieten neue Blöcke auch neue Variationen für Sprünge. Das wäre zum Beispiel besser, wie wieder mal einen neuen Modus rauszubringen, der nach 2 Monaten keiner mehr spielt und gelöscht werden muss. Auch einfach einen bereits existierenden Modus wie Kid 1 vs 1 einfach kopieren und als 1.16 Version rausbringen, mit natürlich den entsprechenden Kits, würde wahrscheinlich eine Programmierarbeit von 2 Wochen erfordern. Zusätzlich könnten so die 1.8 Spieler immer noch ihre Version beibehalten und die 1.16 Spieler bekommen einen Bonus. Und durch die weggelassene Arbeit bei den Neuentwicklungen, welche sowieso immer nach hinten losgehen, könnte das wirklich möglich sein. Clans sind ebenfalls in den Hintergrund gerutscht, da diese fast nichts zu bieten haben. Daher habe ich mir hierfür auch ein tolles neues System ausgedacht. Da die Coins auf Gomme ebenfalls überflüssig geworden sind, wie wäre es, wenn man ein System entwickelt, ähnlich wie es da mal auf dem Revinside-Server gab,
wodurch man mit Coins Plätze für weitere Mitglieder kaufen kann. Wenn man dabei dennoch den Supreme Boost behalten möchte, könnte man das so machen, dass man maximal nur 5 Spieler hinzufügen kann. Den Rest müsste man sich dann immer noch mit Echtgeld kaufen. Das Ganze zusätzlich noch als Skillbaum zu machen, wäre auch eine coole Idee, wo man dann zuerst entscheiden muss, was man zuerst im Clan leveln möchte. Jedoch könnte man am Ende alles freischalten. Jedoch müsste man am Anfang nur mal einen Weg priorisieren. In den Skillbaum könnte man dann noch sowas einfügen wie farbige Clan-Tags oder verschiedene Arten von Bannern, die man dann herstellen kann. Wozu ich später noch komme. Der Clan sollte ein zusätzliches Clan-Level haben. Das Clan-Level wird erhöht, indem jeder aus dem Clan Runden spielt. Das Gewinn einer Runde gibt zusätzlich zum Beispiel 10 XP und das Spielen einer Runde 3 XP. Wenn der Clan Level 3 erreicht hat, können sie dann eine weitere Fähigkeit im Skillbaum kaufen. Mit Coins. Die Coins für den Clan sollten natürlich höher angesetzt sein, damit man sie auch als Team zusammen erarbeiten muss und nicht, dass ein Spieler alles durchkaufen kann. Dies würde ebenfalls den Grindfaktor erhöhen und Clans würden neues Ansehen bekommen. Auch könnte man bei den Clans jedem Spieler einen Banner auf den Kopf setzen oder einen Banner ins Inventar geben, was dann jeder Clan individuell gestalten kann. Ein solches System würde sehr positiv bei vielen Spielern ankommen und wäre ebenfalls machbar. Turniere fehlen einfach, was den kompetitiven Raum zerstört. Man könnte versuchen, alle 1, 2 oder 3 Monate ein Gomma HD Turnier zu machen, mit Rängen und Preisgeld, was sich dann aber so wie Minecraft Monday verhält, wo man in mehreren Spielmodi sein Können unter Beweis stellen muss. Je nachdem, wie viel Geld man da übrig hat, kann man dann die Häufigkeit variieren. Jedoch kann man, denke ich, mit Rängen im hohen Wert, ein Optifine oder BAC Cape und ein kleines Preisgeld schon jeden zufriedenstellen. Zudem könnte man hiermit auch das am Anfang behandelte Problem der YouTuber beheben, welche nämlich hierzu eingeladen werden könnten. Zum Beispiel könnte man The Fabo, Wichtiger, Nair oder Kenji einladen, aber auch Premium Plus Spieler sollte man hierbei in der Masse nicht unterschätzen. Wenn man dann verdeutlicht, dass das Aufnehmen erwünscht ist, werden da dann bestimmt mehrere Probleme gleichzeitig gelöst. Gute Spieler in Minecraft freuen sich natürlich auch auf Turniere und YouTuber bringen Content und somit mehr Aufmerksamkeit für den Server. Man müsste dann jedoch auch unbekannte Spieler, welche aber gut in Minecraft sind, mitspielen lassen. Dass man dann natürlich Leute braucht, um solche zu screensharen, sollte logisch sein. Bugs sind auf Gomme kein kleines Thema. Jedoch können auch kleine Bugfixes, welche nur einmal gefixt werden müssen, die Spielerfahrung der Spieler dauerhaft verbessern und könnten so auch mehr Spielzeit auf dem Server generieren. Hier mal ein paar Beispiele zu den existierenden Bugs. Das Party-Auto-Leaf-System funktioniert nicht in bestimmten Modi. In 1.8 Skywars zum Beispiel gar nicht. In 1.16 Skywars spawnen die Kisten regelmäßig nicht. Zum Beispiel auf der 1.16 Skywars 8x2 Map Mario kann es sogar sein, dass gar keine Kisten in der Base spawnen und man dann dort auf seinen Tod warten muss. Es gibt natürlich noch mehr Bugs, doch die kennt Gomme wahrscheinlich selbst. Zudem sollten die Badline-Client-Settings geändert werden. Es sollte Time-Changer erlaubt sein, weil viele in ihrem Texture-Pack einen Himmel haben, welcher aber ein Nachthimmel ist. Es ist aber nie nachts auf GommaHD.net und der Time-Changer ist bei BAC deaktiviert. Dadurch wird das ganze Texture-Pack sinnlos. Auch sollte man Fullbright aktivieren als Badline-Einstellung. Da viele Texture-Packs das von automatisch haben und manche jedoch nicht, sind die immer im Nachteil, die das Texture Pack ohne Fullbright spielen. Außerdem die Leute, die Luna spielen, können dann trotzdem im Hellen spielen, weil da darf man Fullbright aktivieren, aber die Leute, die dann mit BAC spielen, was ja von Gomme empfohlen wird, werden dann bewusst bestraft. Zudem sagt Klaus speziell zu Fullbright, dass es ein unfairer Vorteil wäre. Jedoch wer am Ende wirklich den Vorteil dadurch hat, sieht er nicht. Denn ein guter Spieler wird sehen, Fullbright ist auf Gomme deaktiviert. Ja, dann mache ich es halt über einen anderen Weg, wie ein Texture Pack Overlay oder in den Minecraft Settings. Die schlechten Spieler werden jedoch denken, Fullbright ist auf Gomme HD deaktiviert. Ich denke, es geht dann wohl einfach nicht. Wodurch ein noch größerer Unterschied zwischen guten und schlechten Spielern entsteht. Jedoch, dass sowas wie 360 Grad View aus ist, ist eine gute Entscheidung. Denn dieses Feature ist einfach unfair. Jedoch Time Changer bringt absolut keinen Vorteil, wenn Fullbright erlaubt werden würde. Und Fullbright sollte man gerade deswegen erlauben, weil es unfair ist. Denn gute Spieler finden immer einen Weg. Auch wenn dieser Punkt mich persönlich nicht interessiert, sind jedoch sehr viele verärgert darüber. Daher sollten Events zu Ostern, Halloween und Weihnachten besser belohnt werden. Die Belohnungen haben einfach deutlich nachgelassen, was viele verärgert, die dann 5 Stunden teilweise in das Event investiert haben und nichts Gutes am Ende bekommen haben. Damals konnte man teilweise zu Weihnachten 3-5 Tage Premium oder Supremium gewinnen, was meiner Meinung nach eine sehr schlaue Lösung war, um die Ränge zu demonstrieren und gleichzeitig Leute glücklich zu machen. Wenn sich hierbei Leute beschweren, die den Rang gekauft haben, sollen alle, die den Rang besitzen und dann zum Beispiel Premium 3 Tage bekommen, diese 3 Tage obendrauf bekommen. Oder 3 Tage Supremium bekommen, was natürlich dann auch obendrauf geht und das Premium weiterläuft. Wenn man dann aber zum Beispiel Supremium ist und man gewinnt 3 Tage Premium, wird es dann aufgewertet zu 3 Tagen Supremium. Wenn man aber 3 Tage Supremium als Supremium gewinnt, wird es dann verdoppelt zu 6 Tagen Supremium. So könnten Leute mit Rängen weiterhin ihre Vorteile genießen und Spieler bekommen ein tolles Geschenk und der Server steht danach als toll da.
da sie so coole Geschenke machen und können gleichzeitig ihre Ränge präsentieren. Die individuellen Event-Haustiere sollten natürlich beibehalten werden. Aber auch Custom Resource Packs können hierbei als Overlay verwendet werden, so dass jeder noch sein Lieblingspack nutzen kann und nur ein paar Texturen verändert wurden, um so weitere Features umzusetzen, welche dann auch individuell für den Server wären und den Server erneut einzigartig machen würden, wodurch man dann auch mehr Leute an den Server binden würde, da man diese Erfahrung nur auf diesem Netzwerk bekommen würde. Ein weiteres Problem sehe ich darin, dass nun der Fokus auf den Bedrock-Server gelegt wird, was natürlich weitere Einnahmen des Java-Servers kosten wird. Denn ich bin mir sehr sicher, dass niemand jetzt Lust hätte, extra Geld für einen Bedrock-Server auszugeben, wenn man doch dazu auch einfach auf die Java-Ressourcen zurückgreifen kann. Jedoch, wenn man sich mal den Wachstum von Mineplex ihrem Bedrock-Server anguckt, kann man erkennen, dass es dort überhaupt nicht gut aussieht. Gomme hat zurzeit das gleiche vor, den sterbenden Server gommehd.net auszubeuten, um den Server in der Bedrock-Version zu bezahlen. Denn dort sind Server weitaus kostengünstiger als in der Java-Version. Dennoch hatte das Mineplex nichts gebracht. Dadurch hatten sie nur zwei tote Server, anstatt einen. Und wenn gommehd.net nicht versteht, dass man das System langfristig aufbauen muss, werden sie schnell Mineplex gleich tun müssen und ihren Server löschen. Auch wenn sich das alles dramatisch anhört. Mineplex ist von dem beliebtesten Server jemals mit über 40.000 Spielern gleichzeitig online zu einem Server, der glücklich sein konnte, wenn man 50 Spieler erreicht hatte. Daher sehe ich dieses Thema absolut nicht übertrieben an und das gommehd.net-Team sollte die genannten Punkte extrem ernst nehmen. Denn wenn regelmäßig negative Videos von YouTubern über den Server gemacht werden, kann der Server einfach nicht perfekt sein. Nun zu der Frage, welche ich mich am Anfang gefragt hatte. Kann sich Gomme noch retten? Meiner Meinung nach kann sich Gomme noch retten, wenn wieder mehr Aufmerksamkeit generiert werden würde. Um nochmal mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, könnte man die TikToks noch auf YouTube oder Instagram hochladen. Und ähnlich wie ich das bei meinen TikToks mache, irgendwo noch Werbung einzublenden oder es nebenbei zu erwähnen. So erlangt man eine größere Zielgruppe, welche dann auf den Server aufmerksam gemacht wird. Auch ein Vault-System, in dem man Belohnungen für das Vaulten für den Server bekommt, könnte Aufmerksamkeit bringen. So ein System hatte gommehd sogar schon mal. Daher weiß ich nicht, warum es genau entfernt wurde, aber meiner Meinung nach sollte man jeden Versuch nutzen, um weiterhin Spieler auf sich aufmerksam zu machen. Jedoch wie gesagt, ist da das größte Thema die YouTuber. Doch welche Zukunft sehe ich für gommehd.net, wenn nichts aus dem Video befolgt werden würde? Durch den Fakt, dass Server wie Legends das Serverteam bezahlt, vermute ich, dass dort einfach das Basislevel für qualitativ hochwertige Arbeit viel höher ist als überall sonst und wird bei dem Release des Servers jeden anderen Server, den es zurzeit im deutschen Raum gibt, in Grund und Boden stampfen. Es sei denn, die Server fangen an, die Konkurrenz und Tipps der eigenen Community ernst zu nehmen. Das Einstellen von Experts bei gommehd.net ist ein Schritt in die richtige Richtung. Dennoch sind dort nur manche darauf aus, das Spiel für sich persönlich besser zu machen und nicht für den Server. Das heißt, dabei sollte man natürlich aufpassen. Im Großen und Ganzen kann gommehd.net nur den Release von Legends überleben, wenn es zum Beispiel die Punkte, welche ich in meinem Video oder und die Kritik von der Community ernst nimmt. Und der Punkt bei den YouTubern ist dabei besonders zu beachten. Englische Server gehen sogar so weit, große YouTuber zu sponsoren, wofür diese dann Werbung machen auf ihrem YouTube-Kanal. Legends hat da zum Beispiel Trimax und Gomme hat da zum Beispiel, naja, niemand. Daher ist es auch sehr wahrscheinlich, dass der Bedrock-Server ebenfalls scheitern wird. Denn wie will man einen zweiten Server auf die Reihe bekommen, wenn man nicht mehr einen schafft? Fakt ist, gommehd.net ist nur noch bekannt wegen dem Einfluss von damals. Dies könnte dem Bedrock-Server jedoch fehlen und da wird nicht mehr jemand ein Video darüber machen, über den toten gommehd.net Bedrock-Server, weil sich nie jemand für den Server interessiert hat. Wenn niemand etwas bewirbt, wird auch nie eine Nachfrage entstehen und dann wird der Server zwangsläufig sterben. Danke, dass du bis hierhin geguckt hast. Ich habe in Zukunft vor, mehr solche Videos als Art Dokumentation zu verpacken, welche sich dann aber eventuell generelleren Problemen an Minecraft wenden. Wenn dir jedoch der Schnittstil gefallen hat, lass gerne ein Abo da und dann würde ich sagen, wenn du jetzt noch mehr Lust hast von mir, dann kannst du dieses Video hier gucken, wo ich es geschafft habe, Platz 1 in Skywars zu werden.